Hallo und herzlich willkommen zu einem Außeneinsatz der Bastelgarage. Heute geht's mal hier, wo ich draufstehe, um diese Terrasse. Ich zeige euch, wie ich das gemacht habe. Hier einige Impressionen vom Garten, wie er vorher einmal war. Durch den lehmigen und feuchten Boden hatten wir zum Schluss nur noch Moos, Unkraut und kahle Stellen. Man sieht hier den Marco, das ist einer meiner Söhne, wie er die Grasnarben abträgt, und das ist eine wirklich körperlich anstrengende Beschäftigung. Im vorderen Teil mussten wir zudem 20 cm tief auskoffern und im hinteren Teil, jetzt links zu sehen, nur 10 cm, aber das ist auch jede Menge Arbeit. Der Typ links ist Niklas, ein Nachbar, der ganz, ganz toll mitgeholfen hat, dieses Projekt fertigzustellen. Insgesamt haben wir 2 Tage gebraucht, um das Ganze auszugraben, damit es so aussieht. Am hinteren Rand kann man diese Platten sehen. Vor diese Platten müssen Randsteine gesetzt werden, um einen Halt zu bekommen und damit der Splitt nicht nach hinten wegrutschen kann. Die Randsteine werden an der Richtschnur ausgerichtet und in Beton gesetzt. Die Unterkonstruktionen sind sibirische Lärche. Das ist ein sehr, sehr langsam wachsendes Holz und das ist eigentlich sehr stabil. Trotzdem möchte ich das noch streichen, weil es ja als Unterkonstruktion ganz unten in der Erde, ja nicht drin ist, es ist etwas über der Erde. Und das streiche ich jetzt mal. So, wir haben jetzt in mühevoller Arbeit diese ganze Fläche 20 cm tief ausgehoben, eine Folie reingelegt, die das verhindern soll, dass Unkraut hochwächst. Und heute ist der Tag, wo der Splitt kommen soll. Das heißt, da wird ungefähr 10 cm, wird das Ganze aufgefüllt und dann sehen wir weiter. Diese Gehwegsplatten sollen auf den Splitt aufgelegt werden. Dies ist später die Unterkonstruktion und das Holz, diese sibirische Lärche, darauf zu legen, und darauf kommen dann die WPC-Dielen. Das wurde angeliefert inklusive diesen 2,5 Tonnen Basaltsplitt. Es ist ein super Füllmaterial, welches sich ausgezeichnet eignet, um Platten darauf zu verlegen. Staubt zwar ein wenig, aber ist ideal, um einen festen Untergrund zu bekommen. Einige aus der Familie und Nachbarschaft haben mitgeholfen, vor allem die kleineren, wobei man gerade die Mia und den Elias sehen konnte. So wie Sebastian, unser jüngster Sohn, und ganz kurz auch die Lisa. Alle haben ganz, ganz toll mitgeholfen und manchmal muss es auch eine kurze Pause geben, wie man hier am Niklas sehen kann. Jetzt zeige ich den Weg, den wir von vorne der Straße bis herunter in den Garten mit der Schubkarre zurücklegen mussten, damit der Splitt und auch die Platten gut unten ankommen. Aber das zieht sich ganz schön lang. Der Splitt wird aufgeschüttet, mit der Schaufel verteilt und dann mit einer Aluleiste von links nach rechts waagerecht und von da, wo ich arbeite, in Richtung unterer linke Rand mit insgesamt 9 cm Gefälle mit der Leiste abgezogen. Meine kleinen Mitarbeiter sind mit Eimern unterwegs, die sie für den Transport auf der Schubkarre platzieren. Hier kann man gut den Höhenunterschied durch das abfallende Gelände erkennen. Links sind es maximal 10 cm und rechts bis zu 25 cm Splitt, die aufgefüllt werden müssen.
immer weiter den Splitt herunter transportieren, aufschütten, verteilen und mit der Aluleiste gerade ziehen. Und trara, hier kann man einmal sehen, wie sich 2,5 Tonnen Splitt auf einer Fläche von 4,50 m x 4,60 m verteilen. Die Gehwegsplatten sind auch schon grob hingelegt und werden noch mit Gefälle ausgerichtet. Zusätzlich sind dann hier schon einmal die Balken probeweise aufgelegt, um zu sehen, wie das Ganze später einmal werden soll. So, ich habe jetzt die Bretter soweit verlegt. Da hinten habe ich noch ein paar neue gemacht. Und um hier einen rechten Winkel zu kriegen, habe ich mir dieses Brett hier passend zugeschnitten, dass es hier drunter passt. Und das bedeutet dann, dass ich das jeweils hier nach oben ansetze, das kurze Stück, dann die nächste Lage hier dieses lange Brett nehme und dann wieder unten ein kurzes Stück ansetze. Und so wird das dann versetzt gebaut. Die Bretter werden mit solchen T-Kunststoffteilen verbunden, das heißt, die kommen hier zwischen, ja, werden zusammengeschoben und dann kommt von oben einfach eine Schraube da rein. So. So sieht das Ganze dann von oben aus und immer dazwischen kommt halt diese Halterungen. Die hier verwendeten WPC-Dielen sind 21 mm dick, haben eine Breite von 140 mm und bei mir ist die Länge 3 Meter. Weshalb auch versetzt, das heißt mit Ansatz verlegt werden soll. WPC steht für Wood Plastic Composite, also Holzkunststoffverbundwerkstoff. Auch eine wahnsinnig tolle Bezeichnung. Und hat einen Holzanteil von 50-90% und wird mit Kunststoff vermischt, weshalb das Ganze dann auch eigentlich sehr, sehr haltbar sein soll. Um jetzt hier eine gerade Kante zu haben, habe ich mir dieses Brett dort zurechtgeschnitten und das kommt hier hin, damit ich einen Anschlag habe. Das kommt dann später wieder raus und jetzt verlegen wir weiter. Ein besonderes Augenmerk müssen wir natürlich dem Schirmständer, den ich vorher schon einbetoniert hatte, bevor also überhaupt diese Terrasse im Gespräch war. Und da schneiden wir jetzt einfach mal die WPC-Dielen passend rundherum aus. Und hier kann man einmal sehen, wofür doch so einfache Dinge wie zum Beispiel ein Blumentopf gut sein kann, um die perfekte Rundung nämlich herzustellen, damit das Ganze auch absolut top rund um diesen Stab herum passt.
liegen wir schon fast in den letzten Zügen. Und da sind einige Kleinigkeiten noch anschließend zu machen. Aber ich bin froh, dass das Ganze so gut funktioniert hat. Es hat insgesamt 4 Tage gedauert. Die sieht man wahrscheinlich hier bei diesen schnell laufenden Bildern gar nicht so. Aber es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und freut mich wirklich, dass es so toll geworden ist. Das, was ich noch erwähnen möchte, ist, dass wir natürlich den Split etwas festgestampft haben und die Unterkonstruktion auf den Platten festgeschraubt haben. Da gibt es leider kein Video drüber. Aber ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns demnächst wieder in der Bastelgarage. Gruß, euer Jürgen.